Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch die Sticker der Top-Serie von 2018-2019. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal in die erste Halbzeit und los geht's. So, ich reiße das erste Tütchen auf. Also ich tippe auf ein 1 zu 3. So. Hier haben wir von Nürnberg Robert Bauer. Dann haben wir hier von Hannover 96 Bobby Wood. Dann haben wir hier von Augsburg Lute. Hier hätten wir Christian Gentner von Stuttgart. Und hier haben wir dann Christian Pulisic von Dortmund. Und wir kommen zu der Endphase der ersten Halbzeit. Wird Schalke oder Bayern ein Tor machen in diesem Orakel? Gestern die Dortmunder 1 zu 3 gegen Köln. So, hier haben wir Georg Mackreiter mit 2 T, okay. So. Dann haben wir hier von Mainz René Adler. Dann haben wir hier von der Hertha Davy Selke. Dann haben wir hier von Stuttgart Donis. Und hier haben wir dann Vincenzo Grifo von Hoffenheim. Und somit ist die erste Halbzeit vorbei. Ja. Also 0 zu 0 zur ersten Halbzeit. Naja. Also ich hoffe im Real Life hoffentlich nicht. Ich hoffe auf viele Tore. Und ich hoffe, dass auch Coutinho vielleicht ein paar Minuten spielt. Er wird wahrscheinlich nicht in der ersten Startformation stehen. Dafür ist er natürlich von der Fitness her noch nicht so, so weit wie die anderen Spieler. Und ja, gestern ist noch ein Transfer vonstatten gegangen von Bayerns Seite aus. Und zwar ist Renato Sanchez nach Lille verkauft worden für 20 Mille. Ja. Der war ja ziemlich unzufrieden bei den Bayern. Und Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten jetzt in die zweite Halbzeit und los geht's. So, es wird spannend. Wird hier irgendwas passieren? Also ich hätte gerne mit Karten gemacht. Aber in der ersten Aufnahme hatte ich leider mein Ton irgendwie doppelt, aber wurscht. So, hier haben wir Ruben Hennings von Fortuna Düsseldorf. Dann haben wir hier Yannick Gerhardt von Wolfsburg. Dann haben wir hier von Werder Bremen Veljuk. Oh Gott. Da, ihr seht selbst. Zungenbrecher. Dann haben wir hier Stuttgart Club Logo. Und Schalke Club Logo. Soll ich es gelten lassen oder soll ich es nicht gelten lassen? Ich glaube nicht. Ich lege es aber trotzdem mal hier auf die Seite. Wäre cool, wenn wir jetzt noch das Bayern Logo bekämen. Und dann natürlich noch irgendwie Spieler. Bitte, bitte, bitte. Kommt schon. So, hier haben wir Louis Holtby von Hamburg. Hamburg? Dann haben wir hier Maxim von Mainz. Dann haben wir hier Frederik Jensen von Augsburg. Dann haben wir hier Gulaski von Leipzig. Und da haben wir das 1 zu 0 durch Rudi für Schalke. Ein 1 zu 0 für Schalke gegen Bayern. Okay. Das war's mit diesem Spiel.
Ja, das wäre natürlich schlecht für die Bayern, gut für die Schalker. Das wäre bitter, wenn das wirklich so eintreffen würde, aber ich glaube ja nicht. Also ich denke mal, es wird zu einem 1 zu 3 oder 1 zu 2 kommen. Aber ich glaube nicht höher wie 1 zu 3, glaube ich nicht. Ja. So, denkt dran, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Liked dieses Orakel, bis der Button blau ist. Und falls du noch kein Abonnent bist, lass ein Abo kostenlos da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst von meinem Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Orakel oder Stream. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao!